Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch das heutige Spiel begleiten. Heute übertragen wir für Sie ein Nationalmannschaftstestspiel. Rumänien gegen Finnland. Spannende Geschichte. Diese beiden im direkten Duell, Wolf. Da freuen wir uns drauf. Hier ist heute richtig Stimmung in der Bude. Ist ja auch nicht immer so. Fußballatmosphäre pur, Wolf. Und das Spiel läuft. Robin Lott. Etwas zu weit, dieses Zuspiel. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Ich glaube, die Ballbesitzwerte, die können wir heute erstmal vergessen, oder Buschi? Wolf, bitte. Bei so einem konterstarken Team wie den... Und gibt's jetzt die Führung? Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Ich denke, das Tor muss sich der Keeper ankreiden lassen, steht da falsch. Und das nutzen sie aus, machen das Tor. Hier sehen wir es nochmal. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Gut den Ball angenommen, schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Ballverlust. Ja, klasse Pass. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Klasse Pass. Ganz stark abgeblockt. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Ecke kommt in die Mitte. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Ein guter Block hier. Pucki. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Ja, da ist Platz jetzt. Hereingabe. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann dieser herrliche Volley. Wenn er den so nimmt, dann hat der Keeper keine Chance. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1:1. Ja, das könnte was werden jetzt. Gutes Tackling. Macht er gut. Die Chance zur Führung. Auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn. Zieht einfach mal ab. Weiter Gefahr nach Radetzkis Abwehr. Bojan Palo. Ball im Seitenaus. Gibt jetzt natürlich Einwurf.
Swarf. Ball ist wieder weg. Der Ball kommt hoch rein. Gute Aktion. Und er schießt. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Ball bis jetzt verloren. Jetzt ist Platz für den Konter. Der Konter wird gestoppt und jetzt könnte es in die andere Richtung gehen. Jetzt vielleicht. Ich glaub's nicht. Wieder so knapp. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Sie verlieren den Ball. Spielt den Ball wieder zurück hier. Jetzt hat er den Ball. Nachspielzeit, eine Minute. Ein Länderspiel der besseren Sorte, kann man so sagen? Bin ich bei dir, Wolf? Na, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und gibt's jetzt die Führung? Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Und jetzt geht's hier weiter. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Bojan Palo. Da muss er hin und holt sich den Ball. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Das könnte die Chance werden. Kesserü. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Da können sie erstmal klären. Ganz stark abgeblockt. Nicole Stanciu. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ballverlust. Gefährlich. Stark gemacht, das könnte was werden. Kesserü. Sie sind heiß auf den Sieg. Hier hätte es mit der Führung klappen können. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Guter Pass jetzt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Wo bleiben die klaren Torchancen? Ich glaube, wenn sie das nicht hinbekommen, wenn sie nicht mehr Gefahr. Jetzt ist er durch. Das ist noch gefährlich. Oh, das sah vielversprechend aus. Claudio Kesserü. Stark gearbeitet hier. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Das war einfach für den Torwart. Geht dazwischen und hat den Ball. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. Ist es das? Starke Parade. Ecke kommt in die Mitte. Gute Aktion, Spiel raus.
Paulus Arayuri. Der Wille ist da, kurz vor Schluss drücken sie auf den Siegtreffer. Einwurf jetzt. Jetzt die Flanke. Da passt er auf und kann klären. Jetzt sind sie am Ball. Ja, könnte was werden. Hereingabe kommt lang. Da kann er klären, gut aufgepasst. Das war Marin. Kesarü. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Gute Flanke. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. So, Ecke kommt. Das war kein guter Kopfball, klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut, sind dicht an ihm dran, den Konter kaum besser machen. Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr. Können sie sich den Sieg doch noch holen? Da ist die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Das ist der Abpfiff der regulären Spielzeit, unentschieden. Und gibt's jetzt die Führung? Da ist das erste Tor. Und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante... Ja, da ist Platz jetzt. Hereingabe. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Stark gemacht, das könnte was werden. Kesarü, sie sind heiß auf den Sieg. Hier hätte es mit der Führung klappen können. Starke Parade. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. So, Ecke kommt.